Auch wenn die Oberligameisterschaft in diesem Jahr nicht mehr möglich ist, langfristig will Coach Klaus Oltersdorf seine Freiburg Sacristans in die Regionalliga führen. Die dritthöchste Spielklasse in Deutschland. Freiburg im traditionellen violetten Dress, eine Woche nach der Niederlage in Albershausen, klarer Favorit gegen Ravensburg. Und der Spielmacher, selbst Quarterback Christian Bodemer, eröffnet im ersten Viertel den Punktreigen. Freiburg führt schnell 7:0. Dennoch können die Sacristans lange aus ihrer völligen Überlegenheit wenig Kapital schlagen. Erst in der vierten Ballbesitzserie kommen die Sacks der gegnerischen Endzone gefährlich nahe. Es war ein Passspielzug von Bodemer auf Daniel Spenninger. Und weil es so gut geklappt hat, gleich nochmal. Und diesmal geht's in die Endzone. Damit weitere Punkte für Freiburg, das nach erfolgreichem Extrapunktkick auf 14:0 davonzieht. Die Ravensburg Racerbacks mit 5 Niederlagen in 5 Spielen, abgeschlagene Schlusslicht der Liga, erschreckend schwach, sowohl im Passspiel als auch im Laufspiel. Kein Raumgewinn und damit geht keine Gefahr aus für den Gegner. Immer wieder sind die Gäste dazu gezwungen, ergebnislos den Ball wieder an Freiburg abzugeben, per Punt. Ein Kick also in die Arme der wartenden Freiburger, die den Ball sofort ihrerseits wieder in die andere Richtung tragen, mit dem sogenannten Punt-Return. Wie hier Christian Bodemer, und der trifft bei seinem Punt-Return auf wenig Gegenwehr. Ravensburg-Verteidiger erschreckend schwach, und so läuft Bodemer bis in die Endzone, erhöht auf 20:0 für Freiburg. Die gegnerischen Spieler hat Bodemer bei seinem sensationellen 60-Yard-Punt-Return-Lauf übrigens nicht gezählt. Nee. Das tut man sicher nicht. Und vor allem tun die einem ein bisschen Gefallen, wenn sie so schlecht tackeln, in Anführungszeichen. Nicht alles nur mein Verdienst. Der Gegner muss in Anführungszeichen ein bisschen mitspielen. Und so kommt Freiburg leichter zu punkten als gedacht. Wie hier Alexander Gankiewicz, der im dritten Viertel auf 26:0 erhöht. Schneller als gedacht könnte auch der Regionalliga-Aufstieg für Freiburg kommen. Denn in Albershausen gibt es, so hört man, intern Unruhe. Unklar ist, ob der designierte Meister das Aufstiegsrecht wahrnehmen wird. Sportlich möchte ich eher aufsteigen als am grünen Tisch. Mir ist es wichtig, in der Saison noch Oberliga zu spielen, dann sportlich zu schaffen, wenn Tabellenerster und aufzusteigen. Reif sind wir nächstes Jahr. Wir kommen 4 Jugendspieler raus. Wir haben uns im Moment verstärkt. Also es kommen, wir haben Zulauf von neuen Spielern. Wir sind technisch weitergekommen, spielerisch weitergekommen. Und ich denke, nahe Zukunft machen wir einen Schritt nach oben. Fernziel Regionalliga. Freiburg für Ravensburg jedenfalls deutlich eine Nummer zu groß. Mit einem weiteren Fehler, einer Interception und einem weiteren Touchdown des überragenden Christian Bodemer geht die Partie letztlich zu Ende. Freiburg gewinnt 34:0 und freut sich schon aufs kommende Wochenende. Dann will man mit einem Sieg gegen Pforzheim die Oberliga-Vizemeisterschaft unter Dach und Fach bringen. Gut gelaunt und siegessicher wirken die Freiburg Sacristans vor dem Spiel gegen die Lauder Hornets. Kein Wunder, von bisher 9 Begegnungen gegen Lauder verlor Freiburg nur eine einzige. Und seit dieser Niederlage sind schon 5 Jahre vergangen. Freiburg im traditionellen violetten Dress lässt von Beginn an keinen Zweifel an der eigenen Favoritenrolle aufkommen. Schon die erste Ballbesitzserie wird erfolgreich abgeschlossen. Quarterback Christian Bodemer selbst läuft in die Endzone. Mit einem 21-Yard-Lauf bringt er Freiburg mit 6:0 in Führung. Selbst 2 Gästeverteidiger direkt vor der Endzone können Bodemer da nicht stoppen. Und der absolute Allrounder Bodemer spielt Offense, Defense und ist obendrein auch noch Kicker. Erhöht per Extrapunktkick auf 7:0 für Freiburg. Coach Klaus Oltersdorf konnte mit seinem Team vollauf zufrieden sein. Freiburg hatte Lauder fest im Griff, denn nicht nur die Angriffsmaschinerie lief auf Hochtouren, auch die Verteidigung überzeugt. Hier ist es Cornerback Ulrich Schuler, der einen gegnerischen Pass abfängt. Eine Interception und damit erneut Ballbesitz für Freiburg. Und damit beginnt die zweite Ballbesitzserie, der sogenannte Drive für Freiburg. Quarterback Christian Bodemer, diesmal mit einem etwas schlampigen Pass, aber Receiver Alexander Craig mit artistischer Einlage fängt das Lederei. Freiburg jetzt an der 17-Yard-Linie, diesmal Ballübergabe von Quarterback Bodemer an Running Back Alexander Gankiewicz. Und der läuft in die Endzone, macht seinen 4. Touchdown in dieser Saison. 6 weitere Punkte für Freiburg, das nach einem erfolgreichen Extrapunktkick durch Bodemer
anschließend sogar auf 14:0 erhöht. Im zweiten Viertel ist es erneut Alexander Gankiewicz, der mit einem spektakulären Lauf aufwartet. Aber er wird schließlich kurz vor der Endzone doch noch gestoppt. Lauda verhindert damit weitere Punkte. Es bleibt beim 14:0 zur Halbzeit für Freiburg. Nach dem Seitenwechsel ein Field-Goal-Versuch von Freiburg, der drei weitere Punkte einbringen könnte, jedoch misslingt, weil Kicker Bodemar da unglücklich einen eigenen Mann trifft. Aber egal, weil nur Minuten später Freiburg schon wieder in Ballbesitz ist. Und dann, Achtung, Pass auf Daniel Bolze und er lässt sich da einfach nicht zu Boden reißen. Ganz im Gegenteil, der vierte, der fünfte und auch der sechste Verteidiger hat da das Nachsehen. Spektakulär, wie Bolze da weitere 6 Punkte für Freiburg holt. Die St. Christians erhöhen anschließend per Extrapunktkick durch Bodemar auf 21:0. Die Partie ist entschieden. Der Tabellenzweite aus Freiburg will dranbleiben an Spitzenreiter Albershausen, gegen den es zu Saisonbeginn die bislang einzige Niederlage gab. Also die Ziele definitiv sind, erstmal die anderen Teams zu schlagen. Also da geht kein Weg dran vorbei. Das ist absolut das, was wir erreichen wollen. Albershausen zu schlagen, erstmal, das wäre das i-Tüpfelchen nochmal. Schon in 14 Tagen kommt es zur Revanche gegen Albershausen. Dann ist die volle Konzentration gefragt. Die ließ nämlich gegen Lauda zum Ende hin etwas nach, wodurch die Gäste auf 21:6 verkürzen konnten. Aber es war nicht mehr als ein Schönheitsfleckchen, denn am dritten Saisonsieg in Folge der St. Christians gab es letztlich nichts mehr zu rütteln. Also dritter Sieg in Folge für